Herzlich willkommen. Wir starten hier mit einem Gameplay-Video der Kampagne von Warhammer 40k Mechanicus. Es gibt ein vorangestelltes Video, wo man sich mit dem Tutorial, den Mechaniken befasst, wo ich mich kurz vorstelle. Und hier ist quasi dann der Direkteinstieg. Das Tutorial liegt hinter uns. Unsere Einheiten sind bereits einmal kurz gesteigert. Wir haben uns einen Überblick über die Waffen und das Schiff gemacht und wählen jetzt unsere erste Mission. Und das wird das Tötungsglas sein im Ekropis-Sektor. Von Scaevola beauftragt, Tech-Akquisitor Scaevola, möchte ihre Erforschung der Geheimnisse der Necrons beginnen und hat die Beschaffung von Exemplaren des Feindes aus dem Grab von Ekropis beantragt. Wir entscheiden uns dafür, weil es hier die fetteren Belohnungen gibt. Einen richtig netten Valkyt-Blaster, 9 bis 11 Energieschaden. Und der Maschinengeist lässt uns die Waffe sogar kostenlos einsetzen. Kurator-Clown sind ganz nett. Halt nochmal ein Heilungsgerät für wenig KP. Ja, Mission ist einfach. Wir legen los. Welche Tech Priests wir mitnehmen, entscheiden wir hier. Jawohl, wir nehmen natürlich beide mit. Und den Rest füllen wir mit unseren Leuten auf. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, was hier diese 4 bedeutet. 4, 3, alles klar. Das heißt, wir nehmen 4 mit. Da die uns auch nichts kosten, gehe ich mal davon aus, dass sie auch in Unendlichkeit zur Verfügung stehen. Lobgesänge können wir hier auswählen. Wir haben momentan nur die Litanei des Lebens, um 5 Lebenspunkte zu heilen. Ansonsten haben wir keine. Tech-Akquisitor Scaevola, ich habe dich aufgrund deiner Forschungserfahrung mit Alien-Artefakten und Organismen für diese Mission rekrutiert. Damit die Ketzer von Stygis 8 die Geheimnisse dieser Welt plündern können. Deine Annahme ist falsch. Bei Einwand, Bedenken, Ärgernis, go to andere Mission. Damit du tun und lassen kannst, was du willst? Ein logisches Versäumnis, Scaevola. Makarians 16.4, achte auf deinen Bruder. Denn ist seine Sünde die Ketzerei, so ist deine die Duldung derselben. Silver Tenebris, Auswertung beginnt. Plus Wunder, plus Möglichkeit, plus Geheimnisse. Seltene Gelegenheiten für Entdeckung, / Informationen über Xenos. Auswertung darf nicht fehlschlagen. Die Logik deines Enthusiasmus entgeht mir, Tech-Akquisitor. Meine emotionalen Kerne erkennen nur Gefahr für unsere Missionspersonal und die Gefahr erweckender Xenos. Daher, ich bin auf einer Mission. Meine Rolle gleich Informationen sammeln, / Wahrheit suchen, / zum menschlichen Verständnis aufbereiten. In Klammern diktiert die Bergung des Mars. Sammle Wissen zum Wohle aller. Und wie wirst du das ausführen, Scaevola? Persönliche Feldeinsätze gleich suboptimal. Tech Priests aussenden gleich optimal. Erstes Ziel, Feldobjekte zur Forschung sammeln. Standort Grab von Ekropis, sofortiger Beginn. Dann stürzen wir uns mal hinein. Ich schätze die Art, wie sich die Tech Priests unterhalten, sehr. Beziehungsweise der ganze Adeptus Mechanicus Clan. Angesichts der Berichte aus dem Grab von Ekropis sollte es haufenweise Proben geben, die du sammeln kannst, Margos. Natürlich musst du sie zuerst töten. Meine Talente gleich nachträgliches Sezieren. Ich überlasse Ordnung, / Identifizierung, / Ausführung dein Tech Priests, Margos. Ich hoffe, dass dies die Mühe wert ist, Scaevola. Dies sind keine simplen Arbeiterservitoren, die wir in diesen Gräbern riskieren. Es sind Männer und Frauen, ergebene Anhänger des Cult Mechanicus. Ich stimme zu, Mark. Berechtigtes Argument angesprochen. Stelle sicher, dass menschliche Leichen ebenfalls zurückgebracht werden, plus Gelegenheit, die Auswirkungen von Necron-Technologie auf menschliches Fleisch zu erforschen. Danke, Scaevola. Danke. Das Tötungsglas, Entsendung Nummer 1. Okay, da müssen wir hin. Oha, nee, da oben müssen wir hin, alles klar. Wir können noch irgendwelche extra Bereiche durchforsten. Aber erstmal müssen wir auf jeden Fall hier hin. Enthusiasmus fortsetzen. Unbedingt sicher. Eine der Necron-Kriegsformen bleibt zurück, nachdem sich der Rest der gefallenen Gebilde fortteleportiert. Er schimmert so, als würde er versuchen zu verschwinden. Extrahieren. Wir ergreifen ihn. Der Necron könnte nicht deaktiviert sein. Wir stellen sicher, dass er zerstört wird. Extrapolieren. Sensormessungen durchführen. Hm.
angucken. Wir versuchen ihn zu zerstören. Überlegen. Fehlfunktionen der Necron-Teleportation sind möglich. / selten. Wiederholung der Situation wünschenswert. Berechnungen werden fortgesetzt. Wir vernichten ihn vollständig mit einem Ratschuss in den Kopf. Und haben 2 KP. Okay. Dann setzen wir unseren Weg rechts fort. Möglichkeit erkannt. Einsichten über Necron-Kampftaktiken, /Waffen, /Fähigkeiten. Erforschung benötigt. Diese Kammer sieht so aus, als hätte ein schrecklicher Schusswechsel stattgefunden. 2 Skitari liegen tot am Boden und die Wände sind bedeckt von Gauss-Schusseinlöchern. Gauss-Einschusslöchern. Sprich ein Gebet für die Skitari. Plündern, bergt von den Toten. Wir plündern. Und haben die Necron-Erweckung angetrieben. Das Erwachen der Necrons richtet sich nach unserer Präsenz im Grab. Auf deinem Weg durch die einzelnen Gräber werden Verteidigungssysteme aktiviert, wodurch sich der Schwierigkeitsgrad der Mission erhöht. Je mehr Zeit du im Grab verbringst, desto schwieriger wird es. Dennoch kann es sich lohnen zu erkunden. So ist es um einen gestiegen. Die Kohorte schnappt sich von den Leichen, was sie kann, doch es waren Soldaten mit niedrigem Rang, die nur wenig Wertvolles bei sich hatten. Die Kohorte sieht stattdessen, wie grotesk Gauss-Waffen sein können. Teile ihres Fleisches wurden wegteleportiert, als wären sie Schichten einer Zwiebel, sodass Muskelstränge und Knochen zu sehen sind. Es gibt immerhin Kognitionspunkte. Spannende Eindrücke. Gut, Level der Graberweckung ist irgendwie noch alles sehr niedrig. Das heißt, wir nehmen diesen Extraraum mal mit. Eine Glyphe. Aus dem Gerät ragt ein einzelner Anschluss für ein Necron-Canoptech. Ja. Hier? Leider nicht. Zum Glück hat nur einer unserer kleineren Servitoren Schaden genommen. Oha. Und die Graberweckung ist vorangetreten. Vermutung. Gräber besitzen autonome Reparatur, /Verteidigungs-, /Wartungskapazitäten. Weitere Erforschung gleich ja. Besorgt mir welche, Faustinus. Reparatur und Wartung. Die nächste Kammer wurde durch die tektonischen Bewegungen der Erde über ihr beschädigt. Mehrere winzige käferförmige Gebilde huschen, beschädigt über den Boden, um den Schaden zu... beschäftigt über den Boden, um den Schaden zu reparieren. Ach, Scarabs sind natürlich auch... Sammelt ein paar... Ja, wir bergen ein paar. Eine übergeordnete Intelligenz, die diese Scarabs lenkt. Plus faszinierend, plus sehr beunruhigend, plus faszinierend. Und wir haben ein wenig Blackstone. Wir haben einige Scarabs geschnappt und platzieren sie zur späteren Erforschung in Probentresor. Die anderen ziehen sich zurück, um mit maximaler Effizienz weiterzuarbeiten. Naja, okay. Ja, bevor wir jetzt hier auf Level 2 kommen, ich weiß halt nicht, wie viel noch zumutbar ist. Necron-Erweckung. Wir sind auf Level 2. Na super. Schauen wir mal, was sich jetzt hier für uns sich bereithält. 2 Krieger. Töte alle Feinde. Okay, wir haben 4 Stück. Ich würde gerne dort oben hinkommen. Mit unserem Fernkämpfer wahrscheinlich. Dann kann der nämlich noch feuern. Ich denke, mit 2 Punkten müsste er sich dort oben hinbegeben können. Unser Nahkämpfer folgt auf dem Fuße. Servitoren. Was haben wir hier? Irgendwas, okay. Es macht ja keinen Sinn, die hier so früh anzusetzen. Die haben eh eine geringe Bewegungsreichweite. Die setzen wir ein, wenn wir weiter fortgeschritten sind. Wir nehmen erstmal alle Punkte mit. Ah ja, okay, hier kann man einen Scan durchführen.
Gut. Wir begeben uns hierhin, verlieren einen Punkt. Das wäre tatsächlich zu schnell. Dann können wir mit ihm eigentlich schon mal diesen Scan durchführen. Mal gucken, was uns das bringt. Ah, zusätzliche Ressourcen und noch gar nicht mal so wenige. Einen weiteren, dann kommen wir dorthin. So, und die Nummer 3. Damit sind wir wieder voll. Der kriegt erstmal eine Breitseite. Oha, die haben ein bisschen mehr Lebenspunkte. Kritisch mit 2 Schaden, na Wahnsinn. Ziehen uns hierhin zurück. Ach guck mal, wir können damit auch die Dinger einsammeln. Sehr schön. 7 und 1 Rüstung, okay. Dann war der stärker. Wir bleiben erstmal hier. Und versuchen mit ihm in den Nahkampf zu kommen. Schaffen das auch. Vermutlich wird uns aber dann sein Kamerad treffen können. Hier vielleicht gerade nicht. So, wir setzen erstmal den Servitor ein, holen uns den Einkognition. So, das ist gut. 4 Schaden. Er ist auch der Erste. Theoretisch, wenn er sich aus unserer Nahkampfweite rausbewegt, müsste er dann auch fallen. Deswegen bleiben wir auch im Nahkampf stehen. Er geht zum Boden. Perfekt. Gleich 4 Schaden. Aber gut, wir sind in der neuen Runde. Oh verdammt, die füllen sich auch gleich wieder auf. Ah, aber werden nicht vollends erschöpft. Das ist gut. Dann setzen wir mal ein hier ab und ein hier. Und falls uns noch irgendwelche Überraschungen erwarten, können wir ja die anderen beiden hier unten absetzen. Kriegen ja gleich genügend Punkte zurück. Oh, sogar sofort. Na, richtig gut. Wir haben uns eine starke, überlegene Position gesichert. Können den jetzt auseinandernehmen. Der Seite. Ja, warum nicht? Dann schlagen wir mit 3 auf ihn ein. Ah, nee, lieber. Doch, von hier können wir auch noch schlagen, oder? Schräg rüber? Nein, ist leider verdeckt. Schade, okay. Der Schaden ist komplett absorbiert. Widerlich. Dann verhindern wir einfach, dass er weglaufen kann. Und was machen wir mit ihm? Mit ihm zerbersten wir am besten mal den hier am Boden liegenden. So, nur kein Risiko eingehen. Sehr schön. Dann stellen wir ihn wieder hier hin. Er kann wieder Konditionspunkte sammeln. Er bleibt und mit ihm gehen wir in den Nahkampf. Und dann ist er auch umringt. Ich weiß nicht, ob er da schräg rauskommt. Ich habe die Hoffnung, dass nicht. Und er... Tja, was soll passieren? Keine Ahnung, falls irgendwas kommt, stellen wir nochmal auf die Brücke. Okay, hier kommen die Scarabs, die erwähnt waren im Mission Briefing. Und da hinten kommt ein neuer. Natürlich maximal von uns entfernt. Vier Schaden und er ist zusammengesackt.
Dann marschiert mal Servo-Einheiten und Fleischschilde. Dann nutzen wir... Ach nee, der darf auch nach vorne marschieren. Jetzt kommen wahrscheinlich unsere Leute nicht dran vorbei. Ach so, stimmt, die habe ich vergessen. Gut, er stellt sich hier hin. Er ist im Nahkampf. Und dann ist er nochmal dran, dann kann er uns noch unterstützen. So, dann stellt er sich ein bisschen in Deckung und wird hoffentlich zum unattraktiven Ziel für diese Viecher. Mit ihm kommen wir nicht in den Nahkampf bei ihm. Und da wir nicht über Ecke attackieren können, durch die Säule bei ihm auch nicht. Schade, aber wenn wir uns hier hinstellen, blockieren wir das Fortkommen für die Scarabs. Ja, können nicht angreifen. Aber die müssen an uns, wenn sie vorbei wollen, einen Gelegenheitsangriff einstecken. Das ist schon mal immerhin etwas. Ja, sollte den zerstören können. Ausgezeichnet. Und mit dem Servitor holen wir uns unseren Kognitionspunkt zurück. Bleiben noch zurück. Der arme Necron. Der wusste gar nicht, worauf er sich hier so richtig einlässt. Die habe ich völlig vergessen. Gut, dass sie zu ihm gegangen sind. So, wir schalten die aus. Eigentlich ist er derjenige, der dafür zuständig ist, dass wir die Kognitionspunkte hier wieder auffüllen können. Kann aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen Wegstrecke machen. So, da sollte er geschützt stehen und bleibt dort positioniert. Was haben wir hier oben? Wahrscheinlich nur die Doppelaugen, als dass wir in Stufe 2 sind, ne? Der Schaden beeindruckt uns wenig. Gut, komm, wir gehen da jetzt ran. Damit ist das schon mal im Nahkampf gebunden. Dann gehen wir ein wenig zurück. Achso, nehmen wir, er hat nur seine eine. Ich dachte, er hat noch seine beiden Waffen. Dann lassen wir ihn genau da stehen. Necron-Erweckung, Stufe 3. Necrons werden eine Runde schneller wiederbelebt. Es gibt hier aber niemanden, der schneller wiederbelebt werden kann. Dann ist das also egal. Und bis die da sind, hat sich eh hier alles erledigt, denke ich. So, von wo können wir denn treffen? Soweit, so gut. Den könnten wir da hinschicken, aber für einen Punkt. Oh, ich glaube, der kann auch nur einen Punkt holen. Ja, der kann nur einen sammeln. Dann machen wir das auch.
Gut, halten die Stellung. Und marschieren dann doch nochmal nach. So, leider kein kritischer Treffer. Dann wird er erst nächste Runde fallen. Und auch keine Runde zu früh. So. Keine Gefahr verbleibend. Das war schon knifflig, unseren Magus am Leben zu halten. Bewertung der Umstände. Enttäuschung bestätigt. Necrons setzten Teleportationstechnologie ein, um sich nach Eliminierung aufzulösen. Fragestellung. Wohin gelangen die Überreste? Faszination steigt. Kaum, dass er zerstört ist, verschwindet das Necron-Gebilde und hinterlässt keinerlei Proben, die geborgen werden können. Archivieren. Macht Aufnahmen der Schäden. Analysieren. Wir analysieren. Bedrohung steigt nochmal um ein. Und wir finden einen Rauschunterdrücker. Offenbart alle feindlichen Statistiken in einer kreisförmigen Zone. Ähnlich wie unterirdische Sonarsysteme sendet der Rauschunterdrücker Wellen von nicht wahrnehmbarem Audio aus, die an das Gerät zurückprallen und Daten wie Rüstungsdichte, Munitionszahl, Anzeichen von Waffen, umliegenden Zielen in Reichweite liefern. Na gut. Mission abgeschlossen. Die Kohorte kehrt ohne physische Proben von Necron-Konstrukten sehr frustriert aus dem Grab zurück. Die Daten, die sie über Ausmusterung von Necron-Überresten gesammelt hat, sind dennoch aufschlussreich. Schade. Wertvolle Daten größer Gegenwart zur Vergangenheit. Vollständiges menschliches Wissen erhöht. Missionsfazit positiv. Ich kann nicht sagen, dass ich dein Fazit teile, Skevola. Nützliche Fazitaufzählung folgt. Necron-Auflösung bezeugt, freundliche Konstrukte, feindliche Konstrukte zerstört, größer 0. Necron-Kampfkraft beurteilt. Wahrscheinlichkeit eines verfügbaren und funktionierenden Necron für Sektion erhöht. Meine emotionalen Kerne senden Gefühle von Frustration und Abneigung zurück und ich möchte sie anerkennen. Die Leben meiner Tech-Priests dienen nicht dazu, für die Erfüllung deiner Wünsche riskiert zu werden, Tech-Akquisitor. Sie müssen riskiert werden, um Informationen, / Bildung, / heiliges Wissen zu erlangen. Dein Verständnis gleich zulässig. So, minus 80, weil unser Tech-Priest stark verwundet wurde. Die Tode der Necrons haben uns sehr wenig gebracht. Und Blackstone gefunden. Und diese Bedrohungsanzeige hat sich jetzt auch direkt umgelegt auf die Erweckungsanzeige. Okay. 191 Mausklicks. Naja, das ist doch wichtig. 5 Runden, 17 Angriffe und so weiter und so fort. Aber wir haben auf jeden Fall den Valkyrie Blaster geborgen. Und die Curatio Klauen. Ja, nur dass das hier uns 80 Punkte gekostet hat, ist natürlich schade. Und wir haben einen neuen Lobgesang. Weil wir unseren Heilgesang nicht eingesetzt haben, haben wir Gesang des Geschicks erlangt. Der nächste physische Angriff wird plus 3 physischen Damage zufügen. Das ist schon mal sehr nett. Okay, gucken wir mal in die Kohorte. Wir haben immer noch unsere beiden, aber jetzt wird neu ausgerüstet. Die Sprengpistole haben wir schon, der Valkyrie Blaster. Oh Gott. Kann nur eine Waffe? Ne, warte, die können wir da anbringen. Dieser Platz wird bereits benutzt. Ja. Das sieht doch wohl abmontieren hier. Hallo? So, wir bringen den an. Ah. Und wir bräuchten diesen Augmentplatz freigeschaltet, was wir nicht haben. Das ist schade. Der ist unglaublich stark, aber ich glaube viel zu teuer für den Moment. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Rauschunterdrücker. Der ist nicht so spannend. Die Klauen finde ich spannend. Und wahrscheinlich haben doch diese Plätze haben wir. Gut, damit kann er jetzt auch heilen. Ein unverzichtbares Gerät für jeden Enginseer, Tech Priest.
oder Engine Seer, Tech Priest. Die Curatio-Clown sind ausgestattet mit biologischen und synthetischen Reparaturwerkzeugen, mit denen die Auswirkungen von feindlichen Schüssen auf jegliche Mechanikus-Einheit inmitten einer Schlacht rückgängig gemacht werden können. Sagt mir zu. Upgrade. Was heißt das hier? Ein Augmentplatz? Schalte ein einzigartiges, auf diese Disziplin beschränktes Körperteil frei. Okay, ein Arm, ein Kopf, 3 HP, 3 Meter Bewegung, plus 1 Energierüstung. Das geht ohne extra Kosten, ne? Das habe ich nur übersehen. Ein Energiedamage mehr, das finde ich gut, das kommt mit. Oh nein, das kostet uns tatsächlich eine Menge. Dann schauen wir uns nochmal unseren anderen Kollegen an hier. Der wäre jetzt auch in der Lage dann... Nein, er kann... Nein, auch er kann keine Waffe mehr mitnehmen. Schade. Oh, aber wir haben mehrere von diesen Klauen, ja? Tatsächlich. Okay. Okay, er kann aber trotzdem nur einen Waffenslot hier nutzen. Der Rauschunterdrücker, wo gehört der hin? Der würde dahin gehören. Okay, ich nehme trotzdem 2 Heiler erstmal mit. Und dann holen wir ihm nochmal den Explorator. Können wir nicht? Doch, können wir. Wir schalten das mal frei, damit er sich besser bewegen kann. Ist ja auch noch ein Sekutor. Ach ja, stimmt, wir haben ja einen Sekutor aus ihm gemacht. Richtig. Mehr HP, plus 4 HP ist natürlich üppig. Und das könnten wir uns auch leisten. Ja. Er ist der Nahkämpfer, kriegt dann nochmal ein bisschen mehr Lebenspunkte. Sehr gut. Beim Rest wird nochmal gespart. Tech, da sind nur die neu gefundenen Waffen dazugekommen, logischerweise. Sonst hat sich da gar nichts getan. Welche Hase? Wo könnten wir jetzt hier nochmal nachgehen? Ach ja, scanne Necrons. Gut, das können wir einfach immer machen. Das geht auch über die Mission hinweg. Sehr schön. Erleide Angriffe. Sammle 25, das wird auch irgendwann passieren. Okay, das ist alles mehr oder weniger auf dem Weg. Schließe 2 Missionen ab, um ohne einen Loopgesang auszuwählen. Und hier sind es sogar 3 Missionen. Ich weiß nicht, ob die nacheinander erfolgen müssen, aber dann würde es da wahrscheinlich stehen. Wir sind noch am Anfang, wir versuchen die nächste Mission dann auch nochmal ohne Loopgesang. Was haben wir hier denn noch? Die Werke des Feindes. Refraktorfeldgenerator. Extra Schaden. Und die Kognitionsleiste erweitert sich, das finde ich sehr gut. Und Winde des Wandels, ach, das ist immer noch der erste. Ah, das war die Alternativmission und die hat auch noch die gleichen Benefits. Solange das hier einfach ist, machen wir erstmal mit ihm weiter. Das bringt uns einfach mehr. Wir arbeiten weiter für Skevola, den wahnsinnigen oder den analytischen kalten Forscher. Die Werke des Feindes. Skitari sind im Grab von Krupis auf einen Necron-Destroyer gestoßen, der mit Anti-Schwerkraft-Technologie ausgestattet ist. Tech-Akquisitor Skevola hat einen Angriff der Kohorte auf Necron-Destroyer beantragt, um diese Technologie studieren zu können. Auf geht's. Wir nehmen wieder alle mit, von denen auch. Ja, das scheint keine Nachteile zu haben. Wir rüsten noch unsere andere Litanei aus, gucken, ob wir die diesmal einsetzen oder eben nicht. Bericht erhalten von Subdomina Kefra. Zusammenfassung folgt. Schwerer Widerstand, Schrägstrich, minimale Vorteile, Schrägstrich, wachsende Verluste. Bestätigen? Ja? Nein? Korrekt. Es hat Rückschläge gegeben. Unsere Truppen sind auf eine neue Kriegsform der Necrons gestoßen. Reaktion gleich Freude. Bitte erkläre mir das, Tech-Akquisitor. Feindliche Kriegsform, Bezeichnung Destroyer, Antigrav-Technologie bestätigt, Explorator-Anfrage, Zugriff auf Datei, Anti-Schwerkraft-Technologie ist ein Gebiet, das Magos von Stygis 8 als oberste Priorität angefragt haben. Forschung von, vorläufige Bezeichnung Destroyer, plus wünschenswerte plus notwendige plus heilige Pflicht.
Und du wärst berühmt in ganz Diges 8, da du diese Technologie genutzt hast. Aussage Zustimmung. Anfrageformulierung folgt. Beginne sofortige Entsendung. Dann gucken wir doch mal, ob wir diese Antigravitationstechnologie für uns erbeuten können. Eine Anhäufung von Necron-Destroyer terrorisieren unsere Skitari-Truppen im Grab von Ikropis. Sie sind sehr mobile und schwer bewaffnete Waffenplattformen. Sie anzugreifen ist extrem gefährlich. +++, Grund sie zu beobachten. Unsere Truppen besitzen eine solche Technologie, extrapoliert zu Fazit, stark verbesserte Schlachtfeldeffizienz. Ich wurde dazu erzogen, das als gefährliches Denken anzusehen, Margos. Lege solch Frömmigkeit erstmal beiseite, Subdomina. Ist die Kohorte bereit anzurücken? Das ist sie. Ich habe den voraussichtlichen Standort der Destroyer-Einheiten aufgezeichnet. Sie befinden sich irgendwo in dieser Anlage. Das Schicksal des Mars liegt in deiner Hand. Die Werke des Feindes in Sendung Nummer 2. Hier sind jede Menge Glyphen. Da können wir 2 Glyphenräume mitnehmen, da nur einen. Glyphen können halt auch toll sein. Gut, wir gehen den unteren Weg. Und versuchen trotzdem wieder so wenig Präsenz wie möglich verlauten zu lassen. Ursprung der Übertragung gleich Necron. Möglichkeit zum Studium der Xenos-Sprache. Anfrage. Studieren. Höret nicht auf die Worte der Außerirdischen, da ihr sonst unwissentlich wiederholt. War, als der Archmagus Veneratus Heilon es schrieb, Magos, war auch heute. Diese Kammer ist erfüllt von einem ständigen Datenfluss, der von den Erweckungsprotokollen des Grabs ausgesendet wird. Die Übertragung muss von den Necrons stammen. Und wahrscheinlich führt eine Entschlüsselung auch dazu, dass wir die Präsenz erhöhen. Die Erweckung beschleunigen. Wir übertragen mal die Verantwortung für die Entschlüsselung an den Kestus Metallicam. Cogitator des Schiffs reagieren abweisend auf die Alien-Übertragung und der Maschinengeist der Kestus Metallicam versetzt die betroffenen Maschinen schnell in Quarantäne. Die Kohorte erfährt davon und reagiert mit Bestürzung auf die fast erfolgte Infektion ihres Schiffes. Ups. Unsere Anwesenheit wurde bemerkt. / direkte Anfrage, / bringt ihn zu mir, / Ende der direkten Anfrage. Die Kohorte findet einen Sarkophag mit einem Necron-Destroyer, der noch intakt aussieht. Vermutlich hat er eine Fehlfunktion und kann nicht auf die Erweckungsprotokolle des Grabs reagieren. Dann versuchen wir mal ihn mitzunehmen. Es ist alles, ich weiß nicht, ob da der Zufall entscheidet oder ob das Schicksal vorherbestimmt ist, was man nimmt. Also es läuft jedenfalls nicht so gut für uns. Die Kohorte hebelt den Sarkophag auf, doch dadurch teleportiert sich der schlafende Necron weg. Der Sarkophag stößt gefährliche Strahlung aus und beginnt laute Geräusche vor sich zu heben. Die Kohorte verlässt die Kammer überhastet. Glücklicherweise hat es einen von unseren kleineren getroffen. Der erste Glyphenraum. Dieses Bedienfeld steuert die schwere Tür, die in den Schatzraum voller Kognition führt. Wenn wir die richtigen Befehle finden, gehört die Belohnung uns. Natürlich nicht. Eine Art Behälter scheint mit rohen Binärdaten gefüllt zu sein, die eindeutig Xenos-Ursprung sind. Vereinzelt laufen Datenfunktionen durch das in Jahre gekommene Dichtungsmittel, das den Schatz im Inneren schützen soll. Wir können echt froh sein, dass es nur unsere Handlanger bisher getroffen hat. Extra Necrons im Kampf, sind bereits auf Stufe 2. Aus dem Gerät ragt ein einzelner Anschluss. Hey, und wir haben mal etwas Positives erlangt, ein wenig Blackstone. Dieser Bereich des Grabs von Ikropis ist in Hieroglyphen bedeckt, die nur von Bildern kämpfender Necron-Gebilde unterbrochen werden. Einige der Bilder sehen wie Necron-Destroyer mit auffälligen Anti-Schwerkraft-Rümpfen aus. Können nach Schwächen suchen, das finde ich gut. Auf die Philosophie, auf die Kampfstrategien und Waffen. Wir suchen mal, was wird uns denn am ehesten was bringen? Also wenn die natürlich mit Flächenwirkung schießen, wäre das interessant zu wissen, aber da würde ich fast von ausgehen, wenn die Destroyer heißen. Wir suchen mal lieber nach Schwächen.
Jede der eingravierten Kampfszenen deutet darauf hin, dass Destroyer schwerer bewaffnet, besser gepanzert und mobiler als die zahlreichen anderen Necron-Kriegsformen sind. Solch eine eindeutige Illustration der Fähigkeiten dieses Feindes hilft wenig, der Kohorte neuen Mut für die Mission zu machen. Das ist mir schon klar, aber ich wollte wissen, welche unserer Munitionsarten die Panzerung am ehesten durchschlägt. Nahkampf, Fernkampf, Energie, physisch. Und Necron erreicht Stufe 3. Das geht hier aber alles rasend schnell. Faszination. Interessant. Nicht alle Formen sind humanoid. Protokollierte Daten plus Centurium-Form plus trotz Schwerkraft. Die Xenos zeigen, dass sie uns fremder sind als bislang angenommen. Die Schrift des geölten Zahnrads besagt in V.12: Weiche von der Standardform ab, aber verliere nie deine Menschlichkeit, denn sonst riskierst du, den eisernen Menschen und ihren Sitten zu verfallen. Ich will nicht von der Diskussion abweichen, aber wer sind diese eisernen Menschen? Unklar. Diese Schrift wurde vor Millennien aufgezeichnet. Ich finde in meinen Cogitators keine weiteren Erwähnungen. Konzentriert euch, Brüder. Wir haben es mit einem neuen Feind zu tun und müssen sicherstellen, dass er uns nicht mit neuen Manövern überrascht. Bleibt wachsam und fokussiert. Töte oder zerstöre. Oha. Das wird richtig happig. Wenn der genauso stark ist wie der erste aus dem Tutorial, dann kriegen wir hier richtig eingeschenkt. So, wir haben gar keine Kognitionspunkte, können aber ein oder zwei mit unseren Schädeln auf jeden Fall gewinnen. Haben hier noch ins Terminal. Und das sind hohe Wände. Ja, dann muss er hier langkommen und kommt dann in den Engpass. Spannend, spannend. Ich glaube, ich habe bisher auch noch gar nicht. Wir speichern mal. Hilfe? So. Hat er jetzt gespeichert? Hat er gespeichert. Gut. Ich habe das Speichern ganz vergessen, aber das ist ja auch ganz gut Glück. So, senken sich die Wände hier immer ab, dann könnte das irgendwann auch noch zur Todesfalle für uns werden. Tja, aber wir können bisher eh nicht viel machen. Außer ein bisschen sammeln. Okay, er hat nicht so viel Bewegungsreichweite. Dann stellen wir den Nahkämpfer auch nochmal, dass so gut ist, dem mit dem Nahkampf zu begegnen. Der fällt uns jetzt in den Rücken und da tritt ein neuer Necron Warrior aufs Feld. Wir haben jetzt aber eigentlich unsere Deployment-Phase. Die Frage ist halt, ob die dem Schaden zufügen können. Aber jetzt, ich möchte bitte dann die heilen hier auf dem Feld haben. So. Ja, hier. Wir haben ja dann das Waffensymbol. Also wir können ihn wohl treffen, wenn wir hier am Rand stehen. Das ist ganz gut. Wir können ihn sogar wohl von hier treffen. Dann ist er dran und dann sind unsere Servitoren dran. Ja, Angriff ist die beste Verteidigung, nicht wahr? Ich glaube, wir werden in dieser Mission wohl doch Lobgesänge verwenden müssen. 17. Okay, also wir kommen auf jeden Fall durch die Rüstung durch. Und
jeder Schaden auf die gibt uns zumindest KP. Das hilft uns. Dann stellen wir den erstmal hier hin als Block. Und hoffen, 1 bis 2 Schaden. Jawohl, okay, er hat auch nicht so eine starke Rüstung wie die üblichen. Wie sich wegbewegen, kriegt einen heftigen Schlag kassiert. Und dafür bezahlen wir dann auch mit dem Leben. Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. So, wir können dem einer reinknüppeln und uns dann zurückziehen. Er ist jetzt dran, danach ist er dran. Er hat nur noch 10 Lebenspunkte. Dann ist er da hinten dran und dann ist unser einer dran. Ich warte mal mit ihm. Okay, wir kommen jetzt immerhin in seine Nahkampfreichweite und wir haben festgestellt, er ist nur Fernkämpfer. Was soll schon passieren? 3 Schaden, das ist gut, das reicht nur nicht. So, neue Runde. Ich hoffe, wir können jetzt auch Einheiten absetzen. Können wir. Okay, wir setzen auf jeden Fall ein. Ne, wir wollen den Tod sehen. Wir setzen beide ab. Dann können wir mit ihm hier einen Kognitionspunkt sammeln. Oh, hier sind Scarabs. Diese dreckigen Reparatursäure-Roboter. Wir sammeln noch einen Cogni-Punkt. Können die beiden treffen. Wie viele Scarabs sind da momentan auf dem Feld? Da oben und hier. Und wir haben die Maschinengastfähigkeit. Ah, fast. 3 Damage ist schon richtig gut. Wir bleiben da stehen, dann können wir wieder Punkte sammeln. Das ist erstmal ein Gelegenheitsangriff. Ich hätte ihn natürlich gerne gegen den Großen gerichtet. So, komm, jetzt nimmt ihn auch einen Schaden. Und warum kann der andere nicht reagieren? Das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, er kriegt 2 Gelegenheitsangriffe ab. So. Kriegen wir ihn gefällt? Ich würde es mir ja wünschen. So, Maschinengeist ist aktiv. 4 Schaden. Also fast. Wir setzen mal den Servo-Skull ein. Ich sehe da auch noch was zum Scannen. Aber wir müssen eh Kampfziele töte oder zerstöre Ziele. Sammle Proben von Necron Destroyern. Ich hoffe, es ist nicht vorbei, wenn der hier fällt. Dann heilen wir uns. Funktioniert ausgezeichnet. Und dann stellen wir uns... Ja, wo stellen wir uns am klügsten hin? Ich glaube, hier sind wir eine Sichtunterbrechung für ihn. Okay, und er stellt sich dahin, um nach Möglichkeit auch dieses Ding da unten zu blocken. 1 Damage. Ach, das Ding hat noch 1 Lebenspunkt. Will sich wegbewegen, ist tot. Gut. Ich würde mir wünschen, dass der Kampf jetzt nicht vorbei ist. Gut, wir müssen jetzt alle Feinde töten.
Dann können wir nämlich die Scans noch durchführen. Wir haben nur leider nichts mehr, um es aufs Feld zu schicken. Wir müssen mit dem, was wir jetzt haben, klarkommen. Aber das sollten wir durchaus hinkriegen. Da ist der Scan. Soll er übernehmen. Dann mach dich mal auf den Weg. Ich glaube, es reicht, wenn wir ihm einen Punkt noch übrig lassen. Also einen Punkt für, um Handlungsspielraum zu haben. Bitte nur zwei. Ah, damn it. Oh Gott, der steht wieder auf. Und wir können ihn nicht zerkloppen, oder was? Ach komm, hör auf. Hallo? Warum kann ich den nicht... Oh Gott, kann ich. Puh. Okay, das war jetzt doof. Aber auch nötig. Dann verstecken wir uns. Alter, ich hätte nicht gewusst, dass das Ding nochmal aufsteht. Kann ich den zum Scannen benutzen? Werte offenbar, ne? Das wird nicht viel bringen. Wir bringen uns in Schussposition. Zerlegen das Ding fast. Machen das dadurch aber zum Glück auch immer ein bisschen schwächer, ziehen uns erstmal in Sicherheit zurück. Ihn müssten wir eigentlich, also zumindest durch den... Ja, Maschinengeist, komm. Er steht noch mit einem Lebenspunkt, wir bleiben trotzdem hier stehen. Wenn er sich zurückzieht, geht er down. Sammeln Kognitionspunkte. Locken den zu uns, dann kann der obere scannen. Das sieht sehr gut für uns aus. Okay. Extra Mikrons im Kampf. Ich hoffe nicht sofort. Aber wahrscheinlich schon. Hallo? Da wären wir wieder. Es ist wohl an der Stelle abgestürzt. Ich konnte zumindest nichts mehr machen nach dieser Textbox. Und verdammt nochmal hatten wir Glück oder einfach ein gutes taktisches Vorgehen, denn ich habe versucht, zumindest die Sache, wo wir den Destroyer am Boden hatten, wieder zu reproduzieren. Das hat 2, 3 Anläufe gebraucht. Ich bin zwar ein bisschen unvorsichtiger gewesen, aber diese Fehler wurden auch nicht leicht verziehen. Ich war schon der Meinung, dass diese Mission gar nicht so schwierig ist. Das kann aber auch ganz heftig anders ausgehen. Okay, der Destroyer liegt am Boden, ist aber noch nicht vollständig zerstört. Oder haben wir einen kritischen Treffer gelandet? Nee, der steht hier noch. Und ansonsten sind noch alle anderen Figuren auf dem Feld. Wir bringen unseren Nahkämpfer 2 Runden. Ja, wir bringen unseren Nahkämpfer erstmal näher hier ran, damit er einen Gelegenheitsangriff durchführen kann. Wenn sich der aktiviert, und den Servitor schicken wir, um Kognitionspunkte zu sammeln. Von unseren abwerfbaren Einheiten existiert nur noch er. Alle anderen haben bereits ihr Leben gelassen. Okay, er könnte jetzt rangehen und den Typen, aber ich glaube, wir haben noch eine Runde, die sollten wir auch nutzen. Ach so, und dann habe ich herausgefunden, Gelegenheitsangriffe funktionieren tatsächlich nicht über Eck, sondern nur, wenn die Einheiten direkt davor stehen. Vielleicht gerade eben mal berücksichtigen können, aber
passiert. Jetzt muss er eh nach vorne weg und sollte dann eigentlich zwei Gelegenheitsangriffe abkriegen. Genau, von ihm, weil er auf das Feld will. Weil von ihm, weil er da weg will. Und das reicht, um ihn zu Boden zu bringen. So, wir werden da unten von denen eingehüllt. Wegen des Säureschadens nicht sehr cool. Oh nein, ich habe nicht gesehen, dass wir nicht rechtzeitig wieder dran sind. Nahkampfschaden können wir hier gerade gar nicht nutzen. Oha, wir sind hier eingekreist. Ja, das Ganze hat nie stattgefunden. Niemals im Leben nicht. Das meine ich mit, wir hatten richtig Glück. Und jetzt spratzelt er hier uns hier ins absolute Verderben. Okay, also. Nein, bitte nicht löschen. Alter, warum ist Löschen denn rechts? Das ist doch bar jeglichen menschlichen Verlangens, die Klickfläche außen zu finden. Suchen. Egal. Gut, das heißt, wir müssen mit ihm... Nee, nicht hier stehen bleiben, sondern wir können ihn schon hier ranbewegen. Ach, jetzt habe ich den Servitor nicht benutzt. Ja, Flüchtigkeitsfehler. Es lief vorher einfach auch zu schön. So, der kommt weg. Und jetzt hoffe ich, dass die sich ein anderes Ziel suchen und nicht unseren armen Magus. So, der steht jetzt natürlich noch. Kann Schaden machen. Aber das kriegen wir noch irgendwie verkraftet. Oh Gott, sie gehen nach oben. Und reparieren ihn. Und dann haben wir noch ihn. Faszinierend, ja, faszinierend. Und jetzt schön raus hier. Wen bringen wir denn zuerst zu Fall? Die sind dann dran. Dann er und dann er. Dann bringen wir erstmal den zu Fall, der am meisten aushalten würde. Das war ein schöner Treffer. Heilung könnten wir nutzen, um unseren Verbündeten nach oben zu bringen. Das tun wir auch. So, komm, lass dich mal zusammenflicken. Und das war auch eine effektive Reparatur. Dann hierhin. Streckt ihn nieder. Sehr gut. 5 Schaden. Und wir bewegen uns hierhin, um die Servitoren abzuhalten. Schicken unseren Kopf los. Maschine erst bei den Einheiten loszieht, dann hauen die auch echt gut was weg. Dann haben wir nur noch den da oben. Wir könnten jetzt eine für den... Ja, das machen wir. Wir laufen jetzt dahin. Führen den Scan durch. Sehr schön. Und jetzt möchte ich natürlich irgendwohin fliehen. Nutzen wir den Schädel, holen uns noch einen Kognitionspunkt. Stellen uns hier hin. Er ist dann dran. Okay, dann versuchen wir zuerst die Scarabs zu vernichten. Treffer.
Und jetzt in Sicherheit. Das sollte ausreichen. Igitt. Mist. Jetzt kommen wir zwar ran, können dann aber keinen Angriff durchführen und auch keinen Gelegenheitsangriff. Und ach so, und dann würde er wieder auferstehen, aber er kann von dem Kleinen weggeknüppelt werden. Dann holen wir uns nochmal einen Cogni-Punkt. Nehmen die Säule als Schutz. Den hier zerstören wir. Dann speichere ich direkt nochmal, denn wir haben gleich diesen Rundenwechsel, wo es letztes Mal zu dem Bug kam. So, können wir es jetzt abklicken? Ja, können wir. Wir gehen hier hin. Feuern auf den Scarab. Erledigen ihn. Und locken dann die Einheit wieder zurück aufs Feld. Ach, dann bin ich ein Feld zu viel gegangen, aber gut. Kommen auf jeden Fall ziemlich nah ran. Gut, unsere Tech-Priester sind bei guter Gesundheit. Oh, Moment, mit dem Kognitionspunkt hier. Kriegen wir ihn, glaube ich, in Nahkampf verwickelt, ja. Ich weiß nicht, ob wir dann den Punkt auch für einen Gelegenheitsangriff brauchen. Ich hoffe nicht. Dann sollte uns das jetzt hier nämlich den Sieg sichern. Ja, sehr schön. Er geht zu Boden. Und wir haben die Mission besiegt. Wir haben gesiegt in der Mission, wie auch immer. Keine Gefahr mehr vorhanden. Eieieiei. Mission abgeschlossen. Die Kohorte zieht sich aus dem Grab zurück, nachdem sie die Fähigkeiten der Necron Destroyer aus erster Hand erlebt hat. Der Adeptus Mechanicus weiß nun, welch große Gefahr von diesen Necron-Kriegsformen ausgeht. Anti-Schwerkraft-Verständnis-Index plus 3,9% projizierter Begünstigter gleich Stück Error Adeptus Mechanicus. Wollen wir ja wohl meinen. Na, es ist ja zum Wohl der Gemeinheit, nicht des Einzelnen hier. Ich konzentriere mich auf Angelegenheiten, die viel näher in Raum und Zeit liegen, Scaevola. Tech-Akquisitor-Aussage über Zweck abrufen. Um das große Ganze zu sehen, um zu erwerben und zu verstehen, zum Wohle der gesamten Menschheit. Wie dem auch sei, ich bin eher daran interessiert, wie uns deine Studien bei unserer Mission auf Silver Tenebris weiterhelfen werden. Plattitüden-Modus, der war vorher schon an. Vertraue auf die wissenschaftliche Methode, Margus. Plattitüden-Modus aus. Plattitüden-Modus. Trefflich, trefflich. So, es kostet uns nichts. Die Truppen zu verlieren hat uns auch nichts gekostet. Das bringt uns zusätzliche Sachen ein. Wir haben die Proben gesammelt. Wir haben unsere geilen Belohnungen eingesackt. Wir haben Blackstone gefunden. Allerdings ist die Bedrohungsanzeige jetzt auch schon bei stolzen 7%. Bei 186 Mausklicks, davon waren bestimmt 86 in purer Verzweiflung gesetzt, würde ich sagen, machen wir uns doch ganz gut und haben übrigens auch den nächsten Gesang entlockt, da wir zwei Missionen ohne Loopgesang absolviert haben. Wunderbar. Außerdem haben wir 25 Koktionspunkte gesammelt und dafür die Segnung des Omnissiah freigeschaltet. Ah, verdiene 3 Kognitionspunkte. Das ist sehr gut. Wenn die uns nämlich mal ausgehen, beziehungsweise auch die letzte Mission, die wir ohne Punkte beginnen mussten, das war schon bitter. Okay, sehr schön. Und ein guter Punkt, um, sag ich mal, das erste Kapitel dieses Gameplays-Let's Play-Projekts zu beenden. Wenn es euch gefällt, liked, teilt.
teilt und lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, wenn das Ganze hier gut läuft, mache ich das gerne weiter. Ansonsten habe ich halt Spaß dabei, die Serie im Privaten zu vollenden. Aber eine Weile schauen wir uns das auf jeden Fall noch gemeinsam an. Also, viel Spaß. Bis dahin, euer Rockstar.